Seit 1987 existiert eine nach Theodor Adorno benannte Ampelanlage an der Senckenberg-Anlage, für die der sich seit 1958 mehrmals eingesetzt hat und die heute als kleine Sehenswürdigkeit gilt. Zu Beginn der 1950er Jahre bezog das Institut für Sozialforschung einen Neubau an der Senckenberg-Anlage auf der dem Unicampus gegenüberliegenden Straßenseite. Im März 1958 wies Adorno in einem Brief an den Rektor der Goethe-Uni erstmals auf die Gefahren der Straßenüberquerung hin. Der Brief, der schlug hohe Wellen. Der Polizeipräsident, der schaltete sich ein und letztlich kam es zur Anlage eines Zebrastreifens. Doch Adorno reichte das nicht aus. In einem weiteren Brief an die Universitätsleitung forderte er eine Brücke für Fußgänger über die Senckenberg-Anlage oder eine Umleitung des gesamten Verkehrs. Ja, und Unrecht hatte er nicht. An der Senckenberg-Anlage, da war es nämlich nicht so ungefährlich. 1962 verstarb eine Frau bei einem Verkehrsunfall. Kurz darauf wurde Adornos Sekretärin angefahren. Der forderte Verkehrsampeln in dem ganzen Universitätsgebiet und fuhr fort, auf dem Weg in die Universität muss man in unwürdiger Weise über die Straße rennen, als wenn man um sein Leben liefe. 1987 wurde tatsächlich eine Fußgängerampel aufgestellt und er erhielt zugleich den Namen Adorno-Ampel. Theodor Adorno, der war da schon 18 Jahre lang tot. Geboren wurde der übrigens heute, vor 120 Jahren, am 11. September 1903 und galt als einer der wichtigsten Intellektuellen der jungen Bundesrepublik. Dazu aber ein andermal mehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.